Hey, heute drehen wir die Folge 3 und sie wird heißen Selfie-Königin. Kennst du das auch, dass du Handy nimmst und überall dich als die wunderschöne Königin fotografierst? So habe ich einen Frosch kreiert und nach dem Intro erzähle ich mehr. Hallo, ich bin Dara, freischaffende Künstlerin aus Hannover. Nach langen Jahren Experimentieren, Studieren, Unterrichten, Malen habe ich mein eigenes Style entwickelt und seit 2018 male ich Frösche als Persönlichkeiten. Und meine Tochter sagte mir, Mama, wenn du weiter so machst, siehst du selber wie ein Frosch aus. Und das könnt ihr auch sehen. Und jetzt mehr über die Frösche. Meine Inspiration bei diesem Frosch genauso wie bei vierter Frosch, das. Ich fotografiere mich liebend gerne. Überall, wo ich bin, mache ich immer zack, zack, zack. Und mein Freund sagte, Albina, ich mache eine Serie, wo du in Urlaub bist, nur mit deinem Handy. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Ich dachte, verdammte Kacke, wirklich. Ich nehme Handy, lächele und dann plötzlich war bei mir Fokus, das mache nicht nur ich. Vielleicht würdest du dich auch erkennen. Manche haben solche Stöcke, damit man die Handverlängerung hat und machen diese Selfie. Manche machen das ganz nah, die andere ein bisschen weiter. Und dabei wollte ich mit diesem Frosch einfach zeigen, ja, Liebe zu sich selbst, das ist eine wunderschöne Sache. Aber wenn ich zum Beispiel meine Hände abgebe und Foto von außen gemacht wird, dann sehe ich auch wieder ganz anderes aus. Deswegen, diese Frosch sollte einfach zeigen, liebe Leute, Liebe zu sich selbst ist das Wunderschönes, Fantastisches. Aber vergessen Sie bitte nicht, dass vielleicht mal interessant, die Hände abzugeben und das andere Blick auf sich selber zu sehen, von anderen Blickwinkeln vielleicht und nicht immer mit so einer Hand, so halt mit typischer Position. Genau das war meine Inspiration für dieses Bild, ich selber. Ja, in diesem Bild unbedingt, weil wie ich schon gesagt habe, das ist so eine Art Selbstporträt, Selbstbildnis. Und ich habe so, ich liebe, das ist auch so die orangene Hut. Orange ist das die zweite Chakra, wenn man über die Chakren redet. Und sie ist verantwortlich für die Kreativität. Und ich bin sehr kreativ. Ich hatte so, mein Geschäft hat orangene Farbe. Und diese Frosch wollte ich mit verschiedenen orangenen Tönen präsentieren, dass es wirklich alles Ton in Ton ist. Und wie ihr das ganz genau seht, das ist dann von dunkelorange bis zum Gelb und sogar die Augen in diesem Fall sind sozusagen, das sind Nuancen von hellgelb bis zu dunkelorange mit bisschen Rot. Und das sollte natürlich eine Wärme präsentieren, die in diesem Fall Liebe zu mir selber. In diesem Fall war das wirklich sehr einfach. Das war so, sage ich wirklich, das war ein Stelleprozess. Das war einziges, wo ich mir gedacht habe, welche Krone wollte ich meinen Frosch setzen, weil diese Bewegung so, das war ganz klar, die sollte so Selfie-Königin so oder so sein, aber die sollte unbedingt eine Krone haben. Und dann dachte ich mir, ja, das war so bei mir ganz lange. Ich habe verschiedene Bücher geguckt, welche Kronenarten es gibt. Und dann habe ich mir eine ausgewählt, die so ein bisschen aus dem 15. Jahrhundert kommt. Und dann habe ich Skizzen gemacht und danach ging es los halt mit der Farbe. Und wie ich schon gesagt habe, Farbe war in diesem Fall auch klar. Und ich muss sagen, mein Freund, der ist auch der größte Kritiker und Lober und alles, was er mir erzählt, höre ich zu. Aber ich mache dann auch immer wieder mein Ding. Und in diesem Fall war er so, naja, wieso sind die Augen gelb? Wieso hat das Bild so wenig Kontrasten? Und ich muss sagen, in diesem Fall hatte ich das alles so weich gemacht, weil ich persönlich liebe, wenn das alles ineinander ganz leicht fließt, ohne diesen bunten Kontrasten. Bei manchen Fröschen ist das wichtig und hier war das für mich, diese Ruhe und Kreativität darzustellen, wichtiger als der Kontrast. Und natürlich, die Reise mit meinen Fröschen, die geht weiter. Und wenn es interessant war, dann machen Sie den Like, abonnieren Sie mich, stellen Sie mir die Fragen und vielleicht wird eine neue Frosch geboren, dank Inspiration von Ihnen. Bis zum nächsten Mal, eure Dara.